Heute besprechen wir, wie du endgültig Prokrastination überwinden kannst, weil das hier ist wirklich die einzige Lösung, wie du Aufschieberitis für immer besiegen wirst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und auf dem Weg zu diesem Traumabitur gibt es einen ganz, ganz großen Gegner. Und selbst wenn es noch nicht im Videotitel stehen würde, dann wüsstet ihr trotzdem schon, worüber ich spreche: die Prokrastination. Und da gibt es einen sehr, sehr geilen Spruch von Christopher Parker, den ich bei meiner Recherche bezüglich Prokrastination gelesen habe. Und zwar: Prokrastination ist wie eine Kreditkarte. Sie macht Spaß, bis die Rechnung kommt. Und das ist so true. Und diese Rechnung, wenn ihr das beispielsweise mal verdeutlicht haben wollt, das ist ja nicht nur im Sinne von, da kriegst du eine schlechte Note, sondern wir können das gerne mal wirklich durchrechnen. Ich habe das mal durchgerechnet. Wenn du jeden Tag 2 Stunden prokrastinierst und das über deine gesamte Schulzeit hinweg, und wir sagen jetzt mal, du gibst dir einen Stundenlohn von 11,50 Euro, was du ja vermutlich bei jedem, jedes Mal, wenn du irgendwo bedienst, schon bekommen würdest, dann prokrastinierst du in deiner gesamten Schullaufbahn für einen Wert von über 100.000 Euro. Das bedeutet, wenn du statt in deiner Schulzeit zu prokrastinieren würdest, einfach nur Menschen bedienen würdest, würdest du in dein Leben mit über 100.000 Euro starten. Wisst ihr, wie krank das wäre? Da musst du dich nicht mehr über BAföG oder sonst irgendwas neben deinem Studium kümmern. Du bist rich, Alter. Und wenn ihr es noch krasser haben wollt, ich habe es mal durchgerechnet, was passiert, wenn ihr nach der Schule ab 20, die 50 Jahre, wo ihr vielleicht arbeiten werdet, sagen wir mal zum Stundenlohn von 50 Euro, da auch jeden Tag 2 Stunden prokrastiniert, und wenn es nur zum Sport gehen ist und was weiß ich, dann versäumt ihr da über 2 Millionen Euro. Über 2 Millionen Euro. Jetzt kannst du, wenn du sagst, das ist Steuerspitze, das packst noch die 50% von den Steuern weg, dann ist es trotzdem noch so, dass nur, wenn du Prokrastination abschaffen würdest, wenn du in deinem Leben nie wieder prokrastinieren würdest, du automatisch Millionär wärst. Versteht ihr, wie krank das ist? Und das bezüglich Prokrastination ist wie eine Kreditkarte, weil die Rechnung ist wirklich teuer. Na, dann lass uns mal in dieses Millionen-Video reinstarten, und damit wir da am besten anfangen, müssen wir natürlich auch hier wieder als allererstes die Grundlage kennen. Das habe ich ja schon im Video zum Handy, was ihr rechts oben im i wieder findet, wenn ihr euch das nach diesem Video noch anschauen wollt. Wenn bei dir vielleicht gerade das Handy dein größter Prokrastinationsfaktor ist, würde ich das unbedingt empfehlen. Aber das Allerwichtigste ist, egal welchen Gegner du bekämpfen willst, erstmal zu verstehen, wie dieser Gegner funktioniert. Und bei Prokrastination ist es ganz simpel. Du willst einfach lieber in einem angenehmen Zustand sein, als in einem unangenehmen. Das ist alles, was Prokrastination ist. Du willst, anstatt zu lernen, willst du lieber an deinem Handy chillen, schlafen, whatever. Das ist alles, was Prokrastination ist. Und da merkt man auch eine entscheidende Sache, die ich beispielsweise in dem Handy-Video noch gar nicht gesagt habe. Prokrastination ist lediglich auf emotionaler Basis. Studien haben beispielsweise auch gezeigt, dass emotionalere Menschen eher prokrastinieren. Super interessant, oder? Doch unabhängig, ob eher näher an Wasser gebaut oder nicht, sei dir als zweites bewusst, du bist nicht alleine. Genauso zeigen Studien nämlich, dass mindestens 98% aller Menschen Dinge aufschieben. Auch ich, okay? Auch ich. Deswegen verurteile dich nicht dafür. Das ist so entscheidend. Dazu werden wir später auch noch kommen. Aber es geht nicht darum, dass du gegen deinen Körper arbeitest und denkst, scheiße, warum schiebe ich die ganze Zeit Sachen auf? Wir sind alle so, dass wir Sachen aufschieben. So funktioniert unser Körper. Das heißt, es geht nicht darum, dagegen anzuarbeiten. Es geht darum, einfach eine Methode, eine gesamte Strategie zu entwickeln, wie du eben nicht mehr prokrastinierst. Deswegen jetzt eben auch drittens, verurteile dich niemals selbst. Und zwar bezüglich vor allem auf die Prokrastination. Weil das ist der Punkt, wo Prokrastination noch schlimmer wird. Du prokrastinierst, schiebst irgendwas auf und dann sagst du, fuck, warum habe ich das gemacht? Das ist doch kacke und so weiter. Ich hätte es mal lieber nicht gemacht. Und dann wird alles nur schlimmer. Beispielsweise, ich meine, so viele Menschen sehen mich so als diesen übelst kranken Typen, der mir alles durchzieht und so viele Sachen auf die Beine stellt und bam, 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 bam. Und das stimmt auch zum größten Teil. Aber auch ich schiebe manchmal Dinge auf. Es ist vollkommen normal. Vor allem während meiner Schulzeit habe ich noch richtig krass viele Dinge aufgeschoben. Nur der entscheidende Hack, warum ich es geschafft habe, dann jetzt fast immer extrem diszipliniert zu sein, ist einfach, dass ich mich nicht dafür verurteilt habe. Das ist auch einfach eine Sache, die aus der spirituellen Praxis, deswegen ich empfehle euch Meditation für alle Sachen, so, so krass, ich kann es nicht oft genug wiederholen. In der Meditation, vor allem im Zen, lernst du irgendwann,
Jeder Moment ist einfach immer wieder neu. Neuer Moment, neuer Moment, neuer Moment, neuer Moment, neuer Moment, neuer Moment. Und alles, was bisher passiert ist, ist Vergangenheit. Das ist nur noch in deinem Kopf. Das bedeutet, wenn du einen Glaubenssatz daraus gemacht hast, beispielsweise ist in der Schule extrem fatal, du hast irgendeine Hausaufgabe nicht gemacht, hast sie aufgeschoben und hast sie dann in der nächsten Stunde nicht. Und dann sagst du, oh, fuck, warum habe ich sie jetzt mal machen sollen? Shit, jetzt habe ich eine schlechte Note bekommen, schlechten Eindruck gemacht, whatever. Dadurch, dass in der Schule die Aufgaben immer wieder ähnlich sind und du dann beispielsweise irgendwann, weil du zwei, dreimal Sachen aufgeschoben hast, dann den Glaubenssatz draus machst, fuck, ich schiebe immer die Sachen in der Schule auf. Und dann kommen nur noch Aufgaben in deiner gesamten restlichen Schullaufbahn noch mit Sachen, die sehr, sehr ähnlich sind. Und wenn du wieder eine Aufgabe bekommst, die sehr, sehr ähnlich ist, über die du einen Glaubenssatz gemacht hast, dass du die ja immer aufschiebst, was denkst du, wird passieren bei dieser Aufgabe? Selbst wenn du voll motiviert bist oder whatever am Anfang, du wirst dich selbst manipulieren, die Aufgabe dann doch nicht zu machen. Und deswegen ganz wichtig, verurteile dich nicht selbst. Und zwar, halt dir immer im Kopf, jeder Moment ist neu. Selbst wenn ich an dem Tag komplett nur prokrastiniert habe, kommt quasi gar nicht mehr vor, aber vor allem früher, wenn ich komplett prokrastiniert habe, habe ich mir immer gesagt, I don't give a fuck, I don't give a fuck. Da kann ich trotzdem die allerletzte Stunde meines Tages noch produktiv nutzen. Warum? Jeder Moment ist immer wieder neu. Was passiert ist, ist passiert und spielt für jetzt keine Rolle. Viertens, was hält dich konkret ab? Ich würde dir sogar empfehlen, wenn du wirklich sehr, sehr oft prokrastinierst, pausiere jetzt mal kurz das Video und schreib dir auf, was dich an der Sache hindert, bei der du am meisten prokrastinierst. Beispielsweise beim Lernen. Stopp jetzt das Video und dann sehen wir uns gleich wieder. Für alle anderen, die weiterschauen wollen, ich kann euch gleich verraten, in was diese Dinge wahrscheinlich fallen müssen. Deswegen schreibt es auf euch, wenn ihr machen wollt, ne? Aber ich kann es euch jetzt gleich verraten, es wird wahrscheinlich in eine von beiden Kategorien fallen. Entweder es ist bezogen auf die Anstrengung oder es ist bezogen auf Angst. Das sind eigentlich so die zwei Hauptfaktoren, warum wir prokrastinieren. Entweder wir sind einfach so fertig, müde, haben keinen Bock, uns jetzt anzustrengen und fangen deswegen entweder nicht an oder hören sehr schnell wieder damit auf. Oder zweitens eben die Angst, das ist dann meistens die Prokrastination, wo wir noch nicht mal anfangen, wo wir beispielsweise Angst haben, von anderen kritisiert zu werden, unser Referat sei nicht gut genug, wir kriegen eine schlechte Note raus, kriegen dann Ärger von den Eltern und so weiter. Oder auch einfach nur eigene Ansprüche, so, oh, jetzt habe ich mir Sorgen dahingesetzt, jetzt ist meine Seminararbeit doch nicht so geil geworden. Und diese zwei Faktoren zu identifizieren ist unglaublich wertvoll, vor allem zu verstehen, ist bei mir beides oder nur eine von den beiden. Und dann auch die entsprechende Lösung dafür zu finden. Ich kann gerne zu dem ganzen Perfektionismus-Thema und ich bin nicht gut genug und so weiter gern auch nochmal ein Video machen. Ich habe auch einige Anfragen schon für ein Video bezüglich Versagensängsten bekommen. Sehr, sehr gerne. Ich würde euch da vorneweg auf jeden Fall schon mal geführte Meditationen empfehlen, wo es einfach mehr um Selbstwert, Selbstliebe geht und so weiter, dass du genug bist. Das kann unfassbar viel ausmachen. Da kann ich auch gerne selbst mal eine eigene Meditation machen. Das wäre ganz geil. Und für diejenigen, wo die sagen, ey, es geht bei mir eigentlich vor allem um diese Anstrengung, ich habe keinen Bock mehr, mich zu den Hausaufgaben hinzusetzen, da würde ich euch eine Sache empfehlen. Und zwar einfach mal nur zu realisieren, wow. So, ich muss nicht, das habe ich auch bei meiner Recherche gelesen, einer der größten Faktoren, warum Prokrastination auch so schlimm für uns ist, weil wir in unserem Kopf die ganze Zeit sagen, oh, ich muss aber, dann machst du es nicht und dann wird die Diskrepanz aus dem, was du tun solltest und dem, was du wirklich tust, immer größer und du verurteilst dich immer krasser dafür, der Schmerz wird immer heftiger und das ganze Gefühl, was du damit findest, wird noch schlimmer, dass du es umso weniger tust. Deswegen, streich aus deinem Kopf, wenn es bei dir vor allem um diese Anstrengung geht, mal raus, dass du es jetzt tun musst oder tun solltest, sondern mach dir einfach nur bewusst, hey, ich muss hier gar nichts. Und das glaubst du wirklich. So ist es ja auch wirklich. Du musst deine Hausaufgaben machen. Ich muss es nicht machen. Das mache ich mittlerweile ganz, ganz oft. Deswegen prokrastiniere ich auch fast gar nicht mehr. Ich muss hier gar nichts machen. Ich muss dieses Video nicht machen. Ich muss nicht irgendwas schreiben. Ich muss keinen Post reinschauen. Ich muss gar nichts machen. Aber in dem Moment, wo ich es nicht mache, laufe ich auch meine Strecke nicht weiter. Ja, ich meine, das Abitur, du bist einfach auf deinem Weg zu einem Traumabitur. Du bewegst dich nicht fort. Das ist ganz einfach. Das ist wie beim Laufen. Du musst nicht laufen. Du kannst auch einfach stehen bleiben. Und das ist genauso in Ordnung. Weil das ist nämlich der Punkt. In dem Moment, wo dieses Stehenbleiben für dich in Ordnung wird, ist eine ganz interessante Sache. Weil auf einmal diese Diskrepanz nicht mehr immer weiter rauspackt, sondern es ist eigentlich so, ob ich es mache oder nicht mache, ist eigentlich nicht so ein großer Ding. Und nachdem ich weiß, dass es mich weiterbringt, laufe ich halt einfach weiter. Es wird ein ganz, ganz anderes Mindset bei dir auslösen, deswegen probier es unbedingt mal aus.
Und dann vor allem noch für die Leute, die wirklich ein Problem haben, überhaupt mal anzufangen. Beispielsweise, du chillst noch in deinem Bett und hängst an deinem Handy, du willst unbedingt an deine Hausaufgaben gehen und du schaffst einfach keinen Bock, ja. Fünfter Punkt, mache den allerkleinsten ersten Schritt. Das heißt immer wieder, ja, mach einfach den ersten Schritt. Beispielsweise, setz dich einfach nur ran. Was für setz dich nur ran? Ich habe noch nicht mal Bock, irgendwas zu machen, ich habe keinen Bock zu lernen, dann ist trotzdem, mich hinzusetzen, schon mal ein Riesenschritt, das ist ja schon der Hauptteil geschafft, ja. In den meisten Fällen, wenn du ernsthaft progressierst, schaffst du nicht mal das. Deswegen mach nicht den ersten Schritt, weil das ist ja so, wie das ist immer so simpel gesagt, setz dich einfach an den Schreibtisch. Ja toll, aber ich schaue gerade dieses Video und bababababam, keine Ahnung. Übrigens, schreib mir in die Kommentare, wer das Video gerade schaut, weil er prokrastiniert. Mach den allerkleinsten Schritt. Mach den allerkleinsten Schritt. Das bedeutet, wenn du jetzt den Impuls hast oder allgemein, wenn du auch andere, ich meine, das Video ist ja sinnvoll, ja, aber wenn du jetzt Entertainment-Videos auf YouTube oder so schaust, wenn du den allerkleinsten Impuls hast von, ah, jetzt gerade soll ich was machen, du siehst sofort komplett durch die Busche und ich setze mich an den Schreibtisch, sondern mach den allerkleinsten Schritt. Beispielsweise, in der Sekunde, wo du diesen Impuls bekommst, bam, drück einfach nur auf den Home-Button, wo einfach sich YouTube schließt. Mach einfach nur das. Dann bist du noch im Handy, liegst immer noch im Bett und all die Sachen. Aber du hast den allerkleinsten Impuls gemacht. Dann ist es schon locker um 30% einfacher, jetzt vielleicht das Handy auch wegzulegen, dann die Decke wegzustreifen und dann rauszustehen. Step by step. Beispielsweise, wenn ich mich morgens ein Problem damit habe, früh aufzustehen, weil ich oft halt länger mal am Wochenende auch mal weg bin, weil ich beispielsweise wie letztens in meiner Heimat war und dann aber wieder hier bin und voll in meine Routine reingehen will, dann ist für mich auch extrem schwierig, wieder jeden Tag um 6 Uhr aufzustehen. Aber dann, wenn der Wecker klingelt und ich mich nicht dazu motivieren kann, aufzustehen, um dahin zu gehen und dann den auszumachen, dann mache ich einfach den allerkleinen Schritt. Das bedeutet, und wenn ich nur da liege und meinen allerkleinsten Finger bewege, dann bewege ich meine ganze Hand, mein Arm, Oberkörper, wackel vielleicht ein bisschen mit dem Bein. Also wirklich einfach nur Schritt für Schritt. Ich winde mich im Prinzip so aus dieser Prokrastination raus. Und das kann ich extrem weiterbringen. Und dann, wenn du wirklich angefangen hast, kommt der entscheidende sechste Punkt rein. Spiel mit den Emotionen und nicht gegen sie. Das ist nämlich genau auch der Bogen wieder zum Anfang vom Video. Die gesamte Prokrastination liegt nur auf dieser emotionalen Basis, dass du einfach dich besser fühlen möchtest, indem du die anstrengende Sache nicht machst oder die Sache, vor der du Angst hast und anstatt irgendwas machst, was keine große Relevanz hat, aber dafür wesentlich komfortabler ist. Und der Punkt ist der, es ist vollkommen normal, dass du diese Emotionen hast. Es ist vollkommen klar, dass du entweder überanstrengend bist, dass es dich herausfordert oder dass du einfach Angst davor hast, nicht genug zu sein, dein Perfektionismus wieder durchkommt. Das ist vollkommen normal, passiert 98%, also quasi allen Menschen. Das Wichtige, was dann eben ist, ist, dass du nicht sagst, ah fuck, meine Emotionen sollten anders sein, weil sie sind so, wie die sind, da bringt auch deine ganze Resistenz, ich push mich da durch. Das wirst du auch nicht auf ewig durchhalten können und selbst wenn, ist es kein angenehmes Gefühl und so auch kein schönes Leben. Deswegen, schätz einfach diese Emotionen viel mehr. Was ich damit konkret meine ist, wenn du da sitzt und bist angestrengt beim Lernen, fuck, die Oberstufe und dieses Fach schreckt mich so hart ab, das fordert so viel von mir. Ja, und es ist vollkommen in Ordnung, dass du diese Emotion hast und es ist eine positive Sache. Genauso, wenn du Angst davor hast, was zu wagen, eine Präsentation zu schreiben, vielleicht auch deine Seminararbeit abzugeben. Egal, wovor du Angst hast oder was dich krass anstrengt, genau das sind die beiden Komponenten von Dingen, die dich richtig weiterbringen. Deswegen, verurteile ich nicht dafür, dann sag, okay, ich habe diese Emotion und es ist aber nicht so, dass weil ich diese Emotion und ich dann in einen anderen Zustand gehen muss. Nein, genau weil du diese Emotion hast, solltest du sie respektieren, sie annehmen und dir trotzdem gleichzeitig bewusst werden. Genau diese Emotionen zeigen mir nur, dass ich gerade was mache, was mich langfristig weiterbringt. Und so wirst du, anstatt dich von dieser Emotion herauspushen zu lassen, dich durch diese Emotion in dem Zustand, werde ich voranbringen, weiter bleiben lassen, weil du merkst, ha, das sind genau die Indikatoren, die mir zeigen, dass es hier weitergeht. Und deswegen, ich glaube, dass du damit sehr, sehr gut durchstarten kannst. Schreib mir gerne in 2-3 Wochen hier unter dem Video drunter, wie ihr mit dieser Strategie gefahren seid. Für mich hat es einen unfassbaren, ich meine, es sind ein bisschen viele kleinere Elemente, aber die Kombination aus einem hat für mich Prokrastination mich nahezu komplett endgültig beendet. Deswegen, es ist auch keine Sache, die du einmal das Video angeschaut und dann passt es, sondern musst immer wieder auch mal wieder das Video anschauen, immer wieder dich durchringen, aber es wird irgendwann zur Gewohnheit werden, all die Sachen automatisch zu machen und es kann wirklich dein Leben verändern und dich im Prinzip so zum Millionär werden. Deswegen schreibt mir mal in die rein, ob es bei euch auch schon Leute gibt, die sich als Prokrastinationsmillionär sehen würden und ansonsten bin ich auch im Kampf mit dem Endgegner. Ich glaube an dich.
Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream. I can't let none of these looks intervene. No, my city's blessings I can't even see. Praying